Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga – For More Body, Mind and Soul Awareness. Ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Folge eingeschaltet hast. Jessica Dieterich und ich, Isabel Panther, nehmen dich jeden Mittwoch mit auf die Reise in die Welt des Yogas. Mittwochnacht ist Neumond und damit der Beginn eines neuen Mondkreislaufs. In der heutigen Folge beschreiben wir dir unser Neumondritual und was du selbst machen kannst, um den neuen Mondzirkel willkommen zu heißen. Zusätzlich haben wir noch drei magische Fragen für dich, die wir mit jedem Neumond erweitern werden. Viel Spaß damit und einen schönen Mondkreislauf dir. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute möchten wir über den Neumond und Rituale dafür sprechen. Und ja, zu Beginn wollen wir erstmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Erfahrungen wir so mit dem Neumond-Ritual haben und euch danach auch eine Anleitung geben, was ihr machen könnt morgen, wenn der Neumond ist, um alles Gute in euer Leben zu ziehen. Lass uns starten mit dir, Isa. Was machst du für den Neumond? Was hast du für Erfahrung? Für Erfahrung? Ja, also seit Bali haben wir uns ja sehr, sehr arg mit dem Mond beschäftigt. Vor allem, da ich immer noch die Vermutung habe, dass unser Yoga-Teacher-Training tatsächlich nach dem Mond ausgerichtet wurde. Das ist keine, ne, das ist nicht belegt und niemand hat das bisher bestätigt, aber wenn man sich ihre Termine anguckt, denke ich mir immer wieder, Megan richtet ihre Termine, ihre Yoga-Teacher-Trainings nach dem Mond aus. Mhm. Und seitdem habe ich mich irgendwie sehr viel mehr mit Mondsternen und allen möglichen Planeten noch beschäftigt und was sie so für Wirkungen haben. Und inzwischen sogar, also Apps auf dem Handy, die mir sagen, wie viel Prozent der Mond hat und wann der nächste Neumond und der Vollmond ist. Und deswegen, seitdem beschäftige ich mich sehr auch mit diesen Mondphasen und versuche auch, diese Rituale dann am Vollmond- oder Neumondtagen zu machen. Mhm. Ja, aber genau, auf Bali haben wir ja angefangen damit eigentlich. Ja. Genau. Magst du das einmal kurz erzählen, was wir auf Bali getrieben haben damit? Ja, auf Bali, das war tatsächlich auch für mich eher so der erste Berührungspunkt mit Neumond- und Vollmondrituale. Da war ich noch nicht so warm mit und auf jeden Fall war es eine schöne Erfahrung. Und ich kann mich daran erinnern, dass relativ am Anfang von unserem Teacher-Training gab es denn Neumond. Und dann wurden wir gebeten, auf einen Zettel zu schreiben, was wir eben in unser Leben ziehen möchten und auch in Bezug auf die Ausbildung, was wir uns dafür so wünschen, was wollen wir in unser Leben lassen. Und genau, dann haben wir eben den Zettel geschrieben und dann nachts, als der Neumond so ein bisschen da war, ne, man sieht ja nicht viel, es ist ja immer nur so ein kleiner Faden fast schon, haben wir diesen Zettel im Sand vergraben und eben so die Erde daran teilhaben zu lassen von unseren Wünschen. Und das fand ich ganz spannend. Und dann gab es auch noch mal ein Ritual zum Vollmond. Das war ja dann eben ein paar Wochen später. Und da gab es ein riesen Lagerfeuer. Und da haben wir dann auch noch mal zwei Zettel geschrieben. Einmal, was wollen wir loslassen? Was dient uns nicht mehr in unserem Leben? Und auf dem anderen Zettel, was wollen wir in unser Leben ziehen? Und das haben wir dann verbrannt. Aber zum Vollmond, da wollen wir nochmal eine extra Folge machen und tiefer einsteigen und euch dann auch nochmal eine Anleitung geben, was ihr beim Vollmond machen könnt. Deshalb lasst uns beim Neumond bleiben erstmal. Genau. Möchtest du mal tiefer erklären, was hat der Neumond so auf sich und warum nützt man diese Phase, dass man das Neue, das Schöne in sein Leben zieht, was man sich wünscht? Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ne, es ist eigentlich beginnt die Phase, also andersrum, wir sind ja in Europa sind wir ja ganz viele so, der Vollmond. Der Vollmond hat die meiste Energie, auch so von diesen Sagen, ja, der Mond, der Wolf heult den Mond an. Mhm.
Und deswegen hat dieser Vollmond irgendwie so eine große Bedeutung. Und viele sagen ja auch, ja, der Mond, und dann kann ich nicht gut schlafen. Und gerade bei Vollmond, da merkt man ja schon, der Mond hat eine Energie. Ja. Das witzigste Beispiel finde ich auch immer, wenn mir Leute sagen, ja, der Mond, nee, der hat keine Energien. So, okay, wir diskutieren mal ganz kurz über Ebbe und Flut. Oh, ja. Und dann reden wir weiter über Energien vom Mond. aber naja, zurück zum Neumond, weil eigentlich beginnt quasi diese Mondphase, beginnt ja, wie es schon sagt, mit dem Neumond. Mhm. Und somit der neue Mondzyklus ist quasi der Beginn von dieser neuen Phase. Und der Vollmond ist die Mitte davon. Deswegen ist es der Neumond, ist quasi der Start davon. Und deswegen wird da gesetzt, ab jetzt beginnen wir eine neue Phase. Was möchtest du in dieser neuen Phase in dein Leben ziehen? Ne? Und mir ist es auch eben erst aufgefallen, was du gesagt hast mit dem Bali. Wir haben die Zettel im Sand vergraben. Mhm. Das ist ja eigentlich dieses, wir vergraben was im Sand. Wir pflanzen den neuen Samen, der jetzt für die nächsten 4 Wochen ja sich nähren und wachsen kann. Ja, schön. Und deswegen ist es, da startet es und wollen wir die Intention setzen, was wollen wir in unser Leben ziehen, was ist so unser, ich sag mal auch so ein bisschen unsere Traumvorstellung von dem, was wir die nächsten 4 Wochen haben wollen oder auch darüber hinaus, ne? So nach dem Motto Think Big und was sind deine großen Träume und dann der Vollmond da in der Mitte ist dann dieses, okay, ich schaue zurück. Was hat davon quasi meinem größten Traum eigentlich nicht mehr gedient in dem Sinne? Und was lasse ich los für die nächsten 2 Wochen wieder? Deswegen, also die 2 Wochen nach dem Neumond sind auch deswegen so sehr energetisch und so dieses, jetzt fange ich was Neues an, jetzt habe ich wieder Kraft und Energie und ganz, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt und auch so die Energien in sich selbst und mit dem, wie man arbeitet, beobachtet und vielleicht eben auch darüber journalt und es so ein bisschen in Relation zu dem Mond stellt, dann, also man entdeckt da immer wieder so faszinierende Dinge. Ja. Auch so, dass nach Vollmond, dass man dann so, ja, irgendwie bin ich schlapp und ne, so, dann dreht man sich eher so in sich selbst und guckt, was, ne, wie geht's mir? Und bei Neumond ist eher so dieses, ja, ich neue Energie und jetzt kann ich starten und so ist auch so die Phase für neue Projekte eigentlich. Hm. Ja, sehr spannend. Sehr. Hast du aus deiner eigenen Erfahrung jetzt die letzten paar Monate irgendwie schon irgendwelche Änderungen gemerkt, weil du jetzt eher nach deinem Mond, Vollmond und Neumond lebst? Also gibt es irgendwie was in deinem Leben, wo du gemerkt hast, so, ja, das kommt immer wieder, die Gefühle oder die Reaktion oder sowas? Ja, tatsächlich. Also ich kriege, ganz Klassiker, ich kriege irgendwie den Tag nach Vollmond kriege ich Migräne. Oh, wow. Also, und ich weiß aber zum Beispiel auch, also wenn ich wenig esse oder wenig schlafe, ne, und dann irgendwie so sehr mich selbst so unter Druck setze und so viel machen will, dass es natürlich dementsprechend dann schlechter ist, weil der Körper ja damit arbeiten muss. Und somit, wenn ich weiß, okay, es ist Vollmond, okay, ist regelmäßig. Ich schlafe einfach mal halt 8-9 Stunden am Tag oder halt in der Nacht. Ne, so dass ich halt so ein bisschen weiß, okay, dann betrifft mich diese Energie und ich kann mich darauf vorbereiten einfach so schon. Und eben auch dieses, ich weiß, okay, es ist Neumond, danach geht es mir besser und energetischer und ich kann auch wieder neue Projekte sammeln. Also manchmal, ich vergesse es dann auch immer wieder, weil es jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und mir erstmal angucke, wie der Mond jetzt steht oder die Sterne. Also so schlimm ist es jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Aber wo es dann manchmal dann, an manchen Tagen läuft es nicht und denkst du so, was ist eigentlich los? Und dann so Blick aufs Handy mit, ach ja, der Mond, vergiss es. Kann es auch heute mal sein lassen. Ja. Du hattest es, glaube ich, auch schon. Oder? Du hattest auch schon irgendwelche großen Dinge. Ja, also ich hatte tatsächlich auch schon ab und zu Kopfschmerzen bei Vollmond und das ist mir dann aber auch erst aufgefallen, weil ich mit dir darüber gesprochen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass es regelmäßig ist, in manchen Vollmonden ja, bei anderen nicht, genau. Und dann gab es aber auch schon Phasen, gerade beim Neumond, wo man ja eigentlich so eine neue Energie bekommt, dass ich tatsächlich erstmal während dem Neumond sehr sensibel bin. Also was so
andere Beziehungen angeht, ne? Jetzt so mit meinem Freund oder so, wenn er irgendwas falsch macht oder was Falsches sagt, dann gehe ich an die Decke und stelle alles in Frage, ne? Also es sind schon krasse Phasen, die ich beim Neumond eher empfinde, was vielleicht auch mit meinen Hormonen zu tun hat, weil die monatliche Periode ist eben immer zum Neumond. Oh, scheiße. Yeah. Mhm. Genau, also ich glaube, das spielt ganz, ganz viel mit, aber ja, ich merke schon auch, dass es so unterschiedliche Energien gibt und genau, wie du gesagt hast, wenn man so rumhört, was andere sagen, die reden immer viel vom Vollmond und dass sie schlecht schlafen können und es ist bei mir tatsächlich gerade andersrum, wenn Vollmond ist, schlafe ich gut. Ach, witzig, okay. Genau. Ja, Aya. Ich meine, das heißt ja nicht, dass jeder die Energie irgendwie gleich aufnimmt, ne? So. Genau, ja. Das ist immer wieder spannend. Cool, yeah. Ja, dann können wir eigentlich einmal in das Vollmondritual rein, so, ja. Was man an dem Tag selber oder in der Nacht machen kann. Neumond-Ritual. Genau, bleiben wir bei Neumond. ich hatte auch letzte Woche in Mainz an einem Vollmond, vorletzte Woche somit, an einem Vollmond-Ritual teilgenommen. Und dadurch, dass der Vollmond morgens um 5 seinen höchsten Punkt hatte und seinen vollsten Punkt, oder nächsten Punkt zur Erde, ich glaube, voll kann man da nicht sagen, haben wir das morgens gemacht, um 8. Oh. Und sitzig. Weil das quasi der nächste Punkt war, um an diesem Vollmond-Zenit dran zu sein. Deswegen könnte man mal gucken, wann der Neumond jetzt morgen ist. Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Und sich überlegen, ob man es abends oder nachts oder morgens macht. Aber egal wie, geht es ja darum, ich meine, das ist ja jetzt nicht, dass punktgenau zu dieser Uhrzeit nur dann werden Energien freigesetzt, sondern ja davor und danach und die steigern sich und danach schwellen sie ja wieder ab, so ein bisschen wie eine Flut, die kommt. Haha. genau, von daher. Also ich mache das meistens und wenn ich Zeit habe, somit auch nicht immer, aber wenn ich Zeit habe und es ganz ausgiebig machen möchte, dann nehme ich mir auf jeden Fall ganz viel Zeit und ganz viel Ruhe und mache zum Beispiel auch ganz also schöne Musik an, mit der ich mich wohlfühle, mache Kerzen an, um eben auch diese Verbindung zu haben. Handy aus, damit man nicht auch noch angerufen wird währenddessen oder so. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zum Beispiel die Energien erstmal reinigen kann. Also zum Beispiel mit Salbei räuchern. Es gibt so ein bisschen zwiespältige Stimmen zu Salbei räuchern. Ich finde es immer wieder schön. Auch ich mag diesen Geruch davon, weil es halt einfach für mich fühlt es sich wie Reinigen an. Palo Santo genauso, wobei ja auch Palo Santo umwelttechnisch fraglich ist. Mhm. aber genauso auch Incense Sticks, Duft, wie heißen sie? Duftstäbchen? Ja, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen ist das deutsche Wort dafür. Genau, damit kann man ja auch räuchern, um die Energien so ein bisschen zu reinigen. Was ich jetzt auch schon gehört habe mit Baden mit Meersalz soll den Körper reinigen. Oh. Witzigerweise, habe ich jetzt auch erst gehört. Ist natürlich, wenn man sich so ein schönes Abendritual macht, ne, erstmal die Badewanne reinigen, ein bisschen räuchern, die Energien reinigen und dann auf jeden Fall Zettel und Stift bereithalten und ein Journal oder ein Journal. Und dann, wie gesagt, was möchtest du in dein Leben ziehen? Ne? Dann quasi nach dem Motto Think Big. Und was ist deine Wunschvorstellung für die nächsten 4 Wochen? Oder eben auch darüber hinaus für die Zukunft generell. Man muss es ja nicht an Jahren festmachen, sondern einfach so in der Zukunft. Was wünschst du dir? Was möchtest du dir in dein Leben ziehen? Und dann eben auch ganz detailliert. Also nicht, ja, ich möchte den Traumjob und viel Geld, sondern wie sieht der aus? Und wie viel Geld? Und wie viel Geld darüber hinaus? Oder eben auch, wenn du zum Beispiel den Traumpartner finden möchtest, ne? Wie soll das sein? Also so ganz detailliert mal aufschreiben. Und der Klassiker ist eigentlich, dass du es bei Vollmond aufschreibst, den Zettel dann bewahrst
und dann bei Neumond auch bei Vollmond auch verbrennst. Also Neumond aufschreiben, Vollmond verbrennen. Okay. Mhm. Kann man so machen. Auf der anderen Seite, wir in Bali, wir haben den ja auch quasi eingegraben. Man kann ihn auch, also ich meine, solange du es aufschreibst, es geht mehr oder weniger um diesen Akt von, ich schreibe das jetzt auf. Ja, von Hand vor allem, ne? Ja, von Hand, damit es in den Körper geht. Und auch dieses Gefühl davon, ne? Ich schreibe das auf und ich stelle mir vor, wie das ist und dass ich dieses Gefühl davon halt wirklich in mir verankere. Und dann meditieren. Also mit Meditation ist ja die beste Verbindung zu dir selbst und zu allem Höheren, sage ich mal. Oder auch einfach nur zu deinem Geiste. Und deshalb, entweder du kannst davor meditieren, damit du dich mit dir selbst verbindest und vielleicht auch in diese Ruhe kommst. Und dann sagst du, schreibst es danach auf, weil dir dann diese Verbindung besser ist. Oder du hast es sowieso schon im Kopf und dann schreibst du es auf ganz detailliert und meditierst darüber danach. Dass sich das nochmal so verankert und du das quasi so ans Universum schickst. Mhm. Wie die Intras in unserem letzten Interview erzählt hat, die schickt das mit dem Glockenspiel ins Universum. Genau. Genau. Ja, so eigentlich, also klingt jetzt natürlich mega ausführlich, aber effektiv reinigen, wenn du Duftstäbchen hast, ansonsten nicht, oder Kerzen anzünden, aufschreiben und meditieren. Und dann auf jeden Fall dir Zeit dafür nehmen, ne? So diese Energien spüren und ja, dir dafür die Zeit nehmen. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jede Person dann auch so seinen individuellen Weg dafür findet, ja, und sein eigenes Ritual daraus macht, ne? Und es gibt kein richtig oder falsch dabei. Genau, ne? Ja. Man könnte auch, ich meine, es das heißt ja auch immer, nimm dir, ne, Zeit ja für dich selbst, und wenn du dir einfach sagst, alle 2 Wochen mache ich das an einem Abend und dann eben auch so dieses Hinterfragen, wo will ich hin, was ist meine Intention, und es muss ja noch nicht mal punktgenau dann sein, aber man kann es ja genau darauf legen und dann das mit verbinden, so mit dem Date mit dir selbst zusammen mit dem Vollmond- und Neumond-Ritual. Genau. Ja. Ja, einfach in den Energien mitschwingen. Genau. Ja. Was auch noch ein Punkt ist, es gibt Leute, die ja mit Kristallen oder mit Heilsteinen meditieren, und diese Steine kann man, also sollte man ja immer wieder auch reinigen, und die kann man vor allem mit Mondlicht aufladen, und gerade auch energetische Steine, die eben kraftvoll sind und so diese Vorwärtsenergie haben von Handel, lädst du halt mit Neumondlicht auf. Und diese Steine, die zum Beispiel heilen oder die eher so die Ruhesteine sind, die lädst du mit Vollmondlicht auf. Mhm. Genau, also, aber da gibt es, wenn man das recherchieren möchte, da gibt es viel Input noch. Das ist so ein eigenes Thema, aber nur so, ja, am Rande noch. Ja. Genau, und dann haben wir uns eigentlich noch ein Special überlegt, ne? Um vielleicht diesen ganzen Zyklus oder dieses Ritual so ein bisschen individuell zu gestalten. Ja, magst du es einmal vorstellen? Ja, und zwar haben wir uns überlegt, euch für jeden Neumond, aber dann auch für Vollmond, aber da steigen wir nochmal tiefer ein, euch 3 Fragen an die Hand zu geben, die ihr dann während eurem Ritual beantworten könnt. Und es werden dann für jeden Neumond immer andere Fragen sein, die in andere Richtungen gehen, und vielleicht wiederholt sich auch etwas, aber es ist ja auch so, ne, jeden Monat oder alle 3 Monate, man fühlt sich immer anders, man hat plötzlich andere Wünsche oder man möchte was anderes in sein Leben ziehen oder loslassen, und dementsprechend ist es einfach schön, immer wieder zu reflektieren, und die Fragen, die helfen dir dabei, nochmal tiefer zu reflektieren und kreativ zu werden. Genau. Ja, und für diesen Neumond laden wir dich ein, dir Gedanken zu diesen folgenden 3 Fragen zu machen. Die erste Frage lautet: Was bringt dich zum Lachen? Genau. Und die zweite Frage: Was ist die eine Sache, die ich gerade am meisten an mir liebe? Und dann die dritte: Welches Risiko würdest du eingehen, wenn du nicht scheitern kannst? Genau. Wir lassen sie jetzt einfach mal so stehen und wirken, denn auch für uns
sind die da, um uns Gedanken darüber zu machen, was wir denn darüber denken und für unser Leben bestimmen. Ja, was vielleicht noch zusätzlich, bei jedem Neumond kann man sich überlegen, was ist meine Intention auch für die nächsten 4 Wochen? Mhm. Welche Intention möchte ich setzen? Von daher genau diese 3 Fragen können ja auch genau in diese Richtung gehen, dann, wenn man sie beantwortet hat, plus Intention und dann große Wünsche aufschreiben und malen, träumen. Großträumen, ganz groß. Groß. Ja, deswegen, wir laden euch ein Neumondritual zu machen. Probiert es mal aus und beobachtet die Energien. Genau. Wir freuen uns auf euer Feedback dazu. Sehr gerne, ob ihr das gemacht habt und wie es euch ergangen ist damit. Genau. Oder ob ihr schon Erfahrung damit habt und uns Tipps geben könnt, was man denn noch so machen könnte. Oder was ihr plötzlich in eurem Leben gesehen habt, was sich verändert hat, nachdem ihr nach diesen Energien gelebt habt. Ja. Ja. Und dann auf jeden Fall in 2 Wochen geht es weiter mit dem Vollmond und zu den nächsten Neumond, also jeweils Vollmond und Neumond, gibt es neue Fragen von uns. Genau. Ja. Freu dich drauf. Und auch wenn du es nicht während dem Voll- oder Neumond beantworten kannst, nimm dir einfach mal irgendwann Zeit und denk darüber nach, weil es sind wirklich Fragen, die tief gehen und man muss darüber nachdenken und es ist gut, darüber nachzudenken, weil man sich so wenig Zeit dafür nimmt, wirklich mal in sich zu kehren und sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben? Genau. Ja, das war's von uns. Ja, dann schaltet wieder ein hier zu unserem Podcast Why Yoga. Bis bald. Bis bald.